Er bellt einfach. Ach so, weil er Sackgasse ist. Ja, das macht Sinn. Gut. Dann laufen wir nochmal in die große Runde. Ich finde ja, dass unser weißer Trenchcoat echt sehr heruntergekommen aussieht. Wenn ihr mal seht, dort wo er über unserem Hintern hängt, total dreckig, müsste auf jeden Fall mal gewaschen werden. Das, was ihr hier jetzt miterlebt, ist tatsächlich das, was ich vorhin sagte. Ne? Also so spielt sich ja The Division. Man rennt von Mission zu Mission. Währenddessen läuft man durch die Stadt. Ja. Und wenn man halt Glück hat, findet man ein bisschen Loot. Oder ein paar Items. Oder ein paar Gegner. Und ansonsten rennt man einfach durch die Stadt. Da zum Beispiel gerade. Haben wir die Aufnahme von einem Handy gefunden. Wo? In dem Haus oder wie? Ins Haus komme ich aber nicht rein. Oder hier hinterm Zaun? Auch nicht. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, hier liegt Stoff. Wo ist es denn? Da. Also diese Sachen mitzunehmen und diese Sachen zu looten ist auf jeden Fall super sinnig. Gehe ich mal von aus. Noch kann ich ja nichts damit bauen. Aber wir haben ja selber schon irgendwie eine Blueprint, also eine Blaupause, gefunden für eine AK-47. Ich gehe davon aus, dass die Blaupausen, da könnte man noch sagen, im Fantasy-Setting wären das sicherlich Rezepte zum Craften. Ich gehe davon aus, dass diese Blaupausen besser sind als die Waffen, die wir uns beim Händler kaufen können. Ich weiß nicht, ob die Blaupausen besser sind als die Waffen, die per Zufall droppen. Ich hoffe das, weil ansonsten hätte ja Crafting überhaupt keinen Sinn. Da müssen wir halt mal schauen. Das finden wir irgendwann noch heraus. Ich finde jetzt überhaupt nicht mehr die Anzeige hier wegen dem Smartphone. Komisch. Hier geht's runter in die U-Bahn. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Das war zu viel auf einmal. Da, Phone Recording. Okay, dann gehen wir nachher mal wieder hin. Erstmal machen wir hier die Side Mission fertig. Private O'Brien retten. Aber vor uns ist direkt noch eine andere Aufgabe, nämlich schließt euch dem GTF Raid an. Das machen wir auch. Das führt nämlich dann direkt zu Private O'Brien. Weiß ich interessanterweise schon. So, das war natürlich nicht ganz so geplant, dass der da direkt auftaucht. Aber hat ja funktioniert. So, gibt's da irgendwo einen? Der weglaufen wollte. Wo ist er denn? Ähnlich. Ach, da kommen neue. Ein neuer zumindest. Zwei neue. Ach, da war auch nochmal ein Handy. Eins von 130. Two girls chatting about a popstar. Did you see Aya's new video? Holy shit, it's so awesome. I can't believe her look. Did you hear she's dating the singer from that Swedish band? What? No way. He's on fleek. His hair is gorge. I love him so much. He's like the luckiest girl in the world. Get off the phone. You have to come see what's on the news. I gotta go, babe. Mom's getting jelly. Love you. Lights. Okay. See you later. Call me. Okay, das war dann einfach nur so ein bisschen, würde ich sagen, hier zur Stimmung, ja? Dass das so ein bisschen die Atmosphäre widerspiegelt, beziehungsweise zur Stimmung sorgt. Ansonsten hat es keine Aufgabe gehabt. Bis auf die Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass wir 130 Smartphones finden müssen. Aber in Anführungszeichen, Gott sei Dank im gesamten Spiel. Und nicht nur hier in dieser Gegend. Das wäre sonst echt ein bisschen too much.
So, hier haben wir wieder alles befrieden. Nicht befriedigen, wie ich vorhin sagte. Befrieden. Und alles noch ganz normale. Zack, da haben wir die Granate zur Explosion gebracht. Das ist natürlich super, wenn dann das gelingt. Da hat es den zweiten nämlich automatisch mit erwischt. Und wenn ihr seht, wie dieses Sturmgewehr reinhaut, dann könnt ihr vielleicht verstehen, warum ich vorhin sagte, ich will ganz schnell die Maschinenpistole loswerden und schnellstmöglich das Sturmgewehr bekommen. Der Schaden ist da schon im Vergleich vor allen Dingen zur Maschinenpistole enorm. Und das, obwohl es noch dieses uselige, krüsselige AK-47 ist. Aber soll's, ne? Funktioniert ja. Und das ist das, was zählt. So, dann lassen wir mal eben hier den Private O'Brien raus. Finally! Oh, thank you so much. That was terrifying. Now I need to get the hell out of here. Ja, dann kommen wir einfach raus. Hier ist safe. Kannst du rauskommen. Sweetheart, you must have had your spinach today, is all I can say. I hear those nice people are coming back all safe and sound. I'm gonna make them a nice tuna sandwich when they get back here. Thunfisch Sandwich, das hätte ich auch ganz gerne jetzt. Ja, bis auf diesen Streaming-Kuchen oder Stream-Kuchen habe ich noch gar nichts gehabt. So, Level Up, Level 5. Jetzt haben wir unseren zweiten Skill-Slot freigeschaltet. Ich glaube, ich nehme das Schild. Habe ich in der Beta auch so gemacht. War ganz okay. So. Klar, ich hätte auch hier Tech was machen können, aber dann Sticky Bombs. Finde ich ja nicht so geil. Den Turm finde ich schon eine ganz coole Idee, muss ich sagen. Seeker Mine. Ja, eine Suchmine ist da auch grandios. Und das stärkt unsere Verbündeten. Naja, ich hätte doch eher den Tech nehmen sollen als Security. Erste Hilfe. Ja, also heilen, heilen, heilen auf jeden Fall. Was haben wir hier später noch? Cover kann ich aufstellen tatsächlich. Ja, ich hätte doch eher den Tech Tree nehmen sollen, aber gut, dann werde ich halt irgendwann später umskillen. Das wird ja hoffentlich möglich sein. Hoffe ich nun mal wirklich. Also hoffe ich. Was? Warum schubst du mich denn da weg? Wenn nicht, wäre das ganz schön übel. Oder, ja, wenn ich jetzt halt einmal hier was reingegeben habe, ich gehe davon, also ich hoffe mal, dass wir so viele Punkte bekommen, dass wir dann die anderen Sachen trotzdem lernen können. Dass es jetzt dieser eine Punkt, den ich falsch gesetzt habe, jetzt nicht so gravierend war. Hoffe ich einfach mal. Seitwärts kann man auch noch skillen, wie man sieht. Eben gucken, was der Turm dann letzten Endes kann. Super. Aber mit dem Skill müssen wir uns irgendwann später mal beschäftigen. Definitiv, weil A, bin ich ja nicht so weit. Und B, brauche ich dafür auch tatsächlich Ruhe. So, wir rüsten mal wieder die neuen Sachen aus. Besseren Sachen. Wobei, ist der wirklich besser? Plus 3% kritischer Schaden, plus 12% Munition, die ich mitnehmen kann. Und hier geht's auf Skill Power. Ja gut, Skill Power setze ich momentan eigentlich nicht ein, von daher ist das so schon sinnvoll. Weil die Skills, die ich habe, der einzige Skill, den ich momentan habe, ist ja eigentlich dieser Puls. Oder diese Welle, die ich aussenden kann. Mit der ich dann irgendwie teste, ob Bedrohungen in der Nähe sind. Plus 13 Shotgun-Schaden macht keinen Sinn, weil ich keine Shotgun benutze, also auch Müll. Was haben wir hier? Plus 3 Crit-Schaden zu plus 7 Rüstung. Aber generell schlechter, das nehme ich auch als Müll.
Und wir zerlegen das auch direkt. Also theoretisch, ich habe ja vorhin gesagt, Mensch, wenn ich alles zerlege, bekomme ich gar kein Geld. Ist natürlich alles richtig. Aber so theoretisch, momentan finde ich ja so viel Sachen, dass ich auch gar nichts kaufen müsste. Von daher ist es eigentlich gerade gar nicht schlimm, dass ich so wenig Geld habe. Weil ich muss eh nichts kaufen. Alle neuen Sachen. Oder was heißt neuen Sachen, aber ich finde so viel Pistolen und auch so viel Ausrüstung, das ist völlig in Ordnung. Ich wollte dir eigentlich gerade helfen, aber ach, da bin ich zu schnell. Ja, ja, ich bin zu schnell weggerannt. Habe ich schon verstanden. Selbstverständlich, wenn ich zu dem Händler gehe, dann kann ich da Sachen kaufen für sehr, sehr, sehr viel Geld, die besser sind als das, was ich bis jetzt gefunden habe. Aber dafür sind sie eben auch schweineteuer. So, in die U-Bahn rennen wir mal lieber nicht rein. Mal gucken, was hier unten so ist. Bis jetzt keine Bedrohung, das ist schon mal super. Oh, ich komme echt nicht her. Wo muss ich denn lang? Kann ich hier nicht einfach drüber? Ach, da ist offen. Wunderte mich jetzt schon. Kiste. Irgendwas. Da. Tasche, besser gesagt, ne? Ich sage immer Kiste, aber eigentlich ist es ja eine Tasche. Warum ich hier so vorsichtig bin? Ich rechne ja eigentlich damit. Oder sind doch Ratten? Die rennt ja völlig panisch im Kreis. Was macht die Ratte denn da? Was? Jetzt ist vorbei. Ich würde sagen, das war ein Grafikfehler. Erwischt! Jedes Tier einmal töten, ne? Nashira ist ja auch nicht da. Warum ich hier so vorsichtig bin? Weil ich eigentlich davon ausgehe, Untergrund, dass hier auch Gegner sind. Go for Rachel. Your message won't leave itself. Hey, Rach. Just calling to see if you're okay. We left it on pretty bad terms, but I do want to make sure you're all right. They say this thing's gonna get worse before it gets better, and look, I don't know if I have the right to tell you what to do, but keep off the needle, okay? If you need an ear, let me know. I'll be there if you need me. Hey, unser erstes blaues Item hier hinten in der Kiste, die ganz im Dunkeln versteckt war. Meine Güte, langsam reden, Amano, dann klappt das auch. So, da war ich. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber jetzt mal gucken, was wir Tolles bekommen haben. Das ist auch schlechter als das AK. Ja gut, die Genauigkeit ist deutlich besser und die Geschwindigkeit der Schüsse auch. Huh. Schaden ist nicht viel geringer. Doch, das nehme ich. Das AK baue ich dann auseinander. Halt nicht vergleichen, sondern die Modifikationen rausbauen. Ach, geht dann mit einem Knopf. Ja. Sehr schön. Muss nicht alles einzeln machen. Das ist super. Können wir die hier reinbauen? Zwei, 2,5 und 2. Natürlich 2,5. Dieses Minimaxen, also so zu überlegen, was kann ich am besten irgendwo einbauen, damit ich den größtmöglichen Effekt erziele, das mache ich alles schon sehr, sehr gern. Angefangen hat das Ganze damals in den MMORPGs, wo ich dann wirklich immer versucht habe, eben zu minimaxen, also die Charaktere wirklich optimal zu verbessern. Plus 9 Pistolenschaden. 5 Hit Damage. Ja gut, schon besser.